Rot am Inn, Herbst 2016. Der örtliche Getränkegroßhändler sucht Personal. Am Vortag hat er eine Bewerbung per E-Mail bekommen. Es hat alles weg, Markus. Seit er sie geöffnet hat, ist sein Computer blockiert. Er ist Opfer von Erpressern geworden, die aus dem Darknet kamen. Seine Dateien wollen sie erst wieder freigeben, wenn er gezahlt hat. Also diese Anweisung kriegt man dann ganz genau. Man gibt praktisch diesen Code ein, kontaktiert diesen Erpresser. Es wird ein neuer Code generiert und über diesen neuen Code kommt dann genau die Forderung, welche Summe er haben möchte, will und auf welche Adresse die überwiesen werden muss. Das sind bei Ihnen 1,4 Bitcoins, das ist wie viel? Das sind ca. 800 Euro. Also ich weiß nicht, in welcher kranken Welt wir sind. Also ich weiß nicht, was in unserer Welt vorgeht, dass ich halt ein Darknet habe, wo Kriminelle freien Lauf haben, wo dich erpressen, ich weiß nicht, wie weit das noch gehen soll. Also. Erpressung, Gewaltsex und Waffen. Spätestens seit dem Attentat von München ist das Darknet der Inbegriff des Bösen. Spätestens seit bekannt wurde, dass dieser Attentäter seine Waffe aus dem sogenannten Darknet bekam. Aber das Darknet ist viel mehr. Eine unbekannte Welt im Netz, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht. Es ist so etwas wie der Wilde Westen des Internets, in der Menschen noch anonym unterwegs sein können, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Darknet ist so der letzte Freiraum für Menschenrechtler und Whistleblower, die auch im Netz von Diktatoren und Geheimdiensten immer erbarmungsloser verfolgt werden. Es kann für böse Dinge genutzt werden und aber auch für gute. Es ist wichtig, dass man beide Seiten sieht. Meine Reise in die digitale Unterwelt beginnt in Hamburg. Bislang habe ich das Darknet immer nur als Tummelplatz für Hacker und Drogendealer wahrgenommen. Aber wer ist wirklich in diesem dunklen Netzwerk unterwegs und wie komme ich da rein? Meine Suche beginnt im ganz normalen Internet. Bei Google und YouTube. The Darknet. An Einführungen mangelt es dort nicht. Das Darknet umfasst den Teil des Internets, der nicht von Suchmaschinen erfasst und somit für die meisten nicht zugänglich ist. Wer es nicht auf die Reihe bringt, sich im Darknet Drogen zu kaufen, der sollte gar keine Drogen nehmen. Und es sind nicht nur Teenies, die mir hier weit voraus sind. Das Darknet. Oh, das ist die dunkelsten Ecken des Internets. Und um darauf Zugriff zu haben, benötigt man ein spezielles Programm namens Tor. Tor ist ein Browser, lerne ich. Eine Art Tarnkappe, die man braucht fürs Darknet. Statt Firefox oder Safari. Ins Darknet komme ich nämlich nur mit einem speziellen Browser, der meine Identität verschleiert. Tor ist so einer. Die Schnittstelle zwischen beiden Welten. Wer normal im Netz unterwegs ist, verbindet sich zum Beispiel mit Firefox über seinen Anbieter, zum Beispiel der Telekom, mit einer Website. Der Anbieter kann jetzt jederzeit genau verfolgen, welche Website seine Kunden aufrufen, wonach sie suchen und wie lange sie dort bleiben. Tor kann das verhindern. Eine Anfrage an eine Website wird mehrfach verschlüsselt und läuft im riesigen Tor-Netzwerk über 3 zufällig ausgewählte Knotenpunkte. So, als ob ein Brief in viele Umschläge verpackt ist und an jeder Station immer nur ein Brief geöffnet wird. Damit erfährt immer nur der direkte Nachbar, von wem die Anfrage kommt, das stille Postprinzip. So macht Tor seine User anonym, selbst wenn man im ganz normalen Internet unterwegs ist. Tor ist aber auch der Eingang ins Darknet, in das man ohne solche Browser, die die eigene Identität verschleiern, gar nicht erst hineinkommt. Aber wer sind die Menschen hinter Tor? Wer sind die, die das alles entwickeln und damit das Darknet erst möglich machen? Im Zug nach Berlin. Denn hier ist mittlerweile europaweit das Zentrum der digitalen Avantgarde. Auf dem Weg dorthin lade ich mir ihren Browser herunter. Und das geht erstaunlich schnell und einfach. Innerhalb von 5 Minuten bin ich drin und damit anonym im Internet.
Das Berliner Zentrum von Tor ist versteckt in einem unscheinbaren Hinterhof im Wedding. Es sind gewaltige Datenströme, um die sie sich hier kümmern, die über 7000 Server in der ganzen Welt fließen. Sie verstehen sich als Kämpfer für die Freiheit im Netz. Menschen, die dafür sorgen, dass bereits jetzt weltweit mehr als 2 Millionen täglich anonym surfen können. Tendenz steigend. Gerade diese Nach-Snowden-Ära sieht man natürlich, dass viel mehr Leute sensibel für das Thema geworden sind und nicht mehr nur noch einseitig das Tor-Netzwerk betrachten als irgendwie Netzwerk für Kriminelle, sondern jetzt werden sozusagen die positiven Punkte herausgestellt. Und auch Snowden ist ja jemand, der täglich das Tor-Netzwerk nutzt. Und ja, das war eine gute PR für Tor. Tor ist so längst mehr als nur eine Nische für Nerds. Seit Diktatoren ihre Gegner auch im Internet verfolgen, wird anonymes Surfen immer wichtiger. Also uns erreichen auch immer mehr Berichte von Fällen, wo gezielt Computer angegriffen werden von politischen Gruppen. Das wird immer mehr. Und da geht es ums Leben. Ja. Ja. Ein Vorwurf an euch ist, Tor macht das Darknet möglich, macht Drogenhandel möglich, vermehrt Kinderpornografie, Kriminalität generell. Was sagt ihr dazu? Das ist sowas wie wenn man ein Werkzeug baut. Ein mächtiges Werkzeug. Ich gehe in den Baumarkt, ich kaufe mir einen Hammer, ich gehe auf die Straße und schlage jemanden Schädel ein. Also muss ich deswegen den Hammer regulieren. Ich glaube, dass ein Hammer ein wichtiges Werkzeug ist, das für viel Gutes eingesetzt werden kann. Und so sehe ich das bei Tor auch. Und Tor ist ja auch nicht das Darknet. Als solches erklären sie mir, Tor ist nur eine Eingangstür. Um wirklich dort hinunterzusteigen, muss man zuallererst die genauen Adressen finden, die man hier unten ansteuern will. Denn im Darknet gibt es keine Suchmaschinen wie Google. Aber es gibt sogenannte Hidden Wikis. Das sind Verzeichnisse mit Darknet-Links. Mit ein bisschen Geduld finde ich so die Seiten, die ich gesucht habe. Alles Adressen, die auf Onion enden, zu Deutsch Zwiebel, dem Logo von Tor. Alles Adressen, die auf Servern im anonymen Tor-Netzwerk liegen, deren Betreiber von Polizei und Ermittlern bis heute nicht zu identifizieren sind. Erst wenn man solche Adressen eingibt, ist man tatsächlich im Darknet, der digitalen Unterwelt des Internet. Das Erste, was ich hier jetzt finde, sind aber tatsächlich Waffen, jede Menge sogar. Gefälschte Pässe, Gewaltsex und eine Seite, auf der man sich angeblich Auftragskiller bestellen kann. Und eine Menge Drogenshops, die vom Look her erstaunlich vertraut und benutzerfreundlich sind. Sogar bewerten kann man die Verkäufer. Per Bitmessage, einem anonymen Chatprogramm, das hier alle benutzen, versuche ich, Kontakt zu einem Drogenhändler aufzunehmen. Ich bin Journalistin und arbeite zurzeit an einem Film über das Darknet. Wir suchen Leute, die uns ein bisschen erzählen, wie das hier abläuft, natürlich anonym. Die meisten werfen mich direkt raus aus ihrem Shop. Nur einer reagiert schließlich, Deckname Jerome. Er will einen Beweis, dass ich kein verdeckter Ermittler bin. Einen Proof hätte ich gern, dass du tatsächlich von der ARD bist. Hört sich grundsätzlich spannend an. Was denn für ein Proof? Frage ich zurück. Ein Pick mit einer Kamera und einem ARD-Mikro reicht völlig. Alles klar, antworte ich. Das werde ich besorgen. Etwas unwohl ist mir aber schon dabei, denn wer mein Gegenüber wirklich ist, das weiß ich natürlich nicht. Einer, der seit Jahren im Darknet unterwegs ist, ist Jamie Bartlett. In einem Buch hat er seine Begegnungen aufgeschrieben. Bevor ich Jerome seinen Beweis schicke, will ich mehr wissen über diese Szene von einem, der sich auskennt. Wer sind diese Dealer und wie hat das Darknet den Drogenhandel verändert? How has that changed the drug dealing in general? It's changed drug dealing by making it highly competitive. Der Drogenhandel ist hier sehr viel kundenfreundlicher geworden. Du bekommst ständig Sonderangebote. Es ist wie bei Amazon oder eBay.
Und es sind ganz andere Typen, die da jetzt als Dealer unterwegs sind. Das sind keine dunklen Gestalten mehr. Das sind eher Versandhändler, die Päckchen verschicken, aber nicht mehr an irgendwelchen dunklen Ecken stehen. Wenn es aber so viel einfacher ist, dort Drogen zu bestellen, ist das nicht ein moralisches Problem? Ja, mehr Drogen sind für mehr Menschen zugänglich und das so viel einfacher. Und auch gefährliche Drogen, die du früher so nicht bekommen hättest. Zurück in Hamburg. Wir haben das von Jerome, dem Darknet-Drogenhändler, verlangte Proofpick, den Beweis, dass wir keine verdeckten Ermittler sind. Ein Foto von unserer Kamera und Mikroaufsetzern mit seinem Namen auf einem Zettel in der Mitte. Okay, sieht gut aus. Bin gern dabei. Welche Drogen verkaufst du denn am meisten im Darknet? Ich verkaufe hauptsächlich Ecstasy, am liebsten in kleinen Foren. Da wird nicht so viel gerippt, also abgezockt. Hier am Darknet gibt es mehr Austausch, auch was den Drogenanbau angeht. Und das nicht so auf dem Grundschulniveau. Genau. Wie alt bist du eigentlich? 45. Ich kontaktiere dich später wegen Ort und Details. 13 Uhr mittags am Rande des Ruhrgebiets. Wir sind pünktlich da, aber niemand taucht auf. Wie verabredet haben wir die Handys ausgeschaltet. Kurz bevor wir schon wieder abfahren wollen, kommt dann aber doch ein Mann auf mich zu. Hallo. Hallo. Du bist ja echt gekommen. Ja. Dankeschön. Gerne. Verdammt. Annette heiße ich. Jerome kommt mir älter vor als 45. Er erzählt mir, dass er im normalen Leben in einem Callcenter arbeitet, zwei Kinder und eine Frau hat, die von seiner Darknet-Existenz nichts ahnen, um sie zu schützen, wenn er doch mal auffliegen sollte. Warum bist du eigentlich gekommen zu diesem Interview? Du hast da ja eigentlich nichts von. Natürlich erstmal sehr viel Neugierde, was mich erwartet. Und fühlst du dich so safe, dass du sagst, das kann ich mir einfach erlauben, weil man könnte dich ja theoretisch erkennen? Ich halte mich selber für so unbekannt, im wahren Leben, da ich irgendwie noch nie irgendwie aufgefallen bin, dass ich mir eigentlich wenig Gedanken darüber mache. Kannst du davon leben? In manchen Monaten ja und in manchen Monaten nein. Die Leute lassen sich das ganz normal nach Hause schicken? Es kommt ganz normal per Post, auch wie eine verpackt, zum Teil wie ja, ein Amazon-Paket. Was sind da für Leute unterwegs? Wie muss ich mir das vorstellen? Alle. Ich kenne meine Kunden nicht. Ich sehe es nur zum Teil, wenn ich angeschrieben werde, habe ich so das Gefühl, dass da ein 14-Jähriger zu Hause an Papas Laptop setzt und sich jetzt exzessiv fürs Wochenende bestellt. Hast du da manchmal aber auch ein schlechtes Gewissen, wenn du so vermutlich minderjährigen Drogen verkaufst, mit denen die vielleicht noch gar nicht so umgehen können? Kann ich, sagen wir es mal so, sie würden es eh kriegen. Und dann können sie auch gute Qualität bei dir kriegen? Hört sich jetzt doof an, ist vielleicht ein anderer Spruch, aber es ist einfach so. Es ist quasi wie eine Bestellung. Also ich arbeite Bestellungen ab, sage ich jetzt mal. Das klingt so wie so ein ganz normaler Job. Das ist ganz normaler Versandhandel, wenn man es so betrachtet. Man bekommt eine Bestellung rein, prüft diese, verpackt diese, schickt diese raus und kriegt irgendwann sein Geld dafür. Er selbst bestellt seine Ware auch im Darknet. Das heißt, er muss die Netzwelt kaum mehr verlassen. Und den Versand erledigt die Post für ihn. Eine neue Art der Kriminalität, die nur schwer zu fassen ist. Aber Polizei und Ermittler gehen ebenfalls neue Wege. Bei Frankfurt sitzt die deutschlandweit erste Sondereinheit gegen Internetkriminalität. Mehr als 70 Täter haben sie allein in den letzten 2 Jahren enttarnen können. Wie kriegen Sie diese Leute? Technisch sind die Ermittlungen im Darknet hochgradig schwierig. Es ist eigentlich nahezu unmöglich, mit technischen Ermittlungen zum Erfolg zu kommen. Das heißt, die Ermittlungen sind weit überwiegend verdeckte personale Ermittlungen. Das heißt, Einsatz von nicht offen ermittelnden Polizeibeamten, die da einkaufen gehen. Wäre es sinnvoll, das Darknet trocken zu legen? Würden Sie sich das wünschen?
Also ich glaube, wir müssen realistisch sein. Mit Anonymisierung muss man leben. Es wird immer mehr Anonymisierung geben. Anonymisierung hat durchaus auch sehr nachvollziehbare, vernünftige Zwecke. Es macht in vielen Bereichen Sinn, seine Kommunikation zu verschlüsseln. Das sind auch Dinge, die wir selber auch nutzen, das ist gar keine Frage. Aber es macht natürlich den Ermittlungsaufwand und die Ermittlungsmöglichkeiten immer, oder macht den Ermittlungsaufwand deutlich schwieriger und die Ermittlungsmöglichkeiten immer geringer. Die